Blume in den Haar ist eigentlich ein klassischer Protestsong. Nicht von mir, sondern von den Leuten, die es immer wieder arbeiten und auf die Strasse gehen und fürs Gute wollen, kämpfen und gehen. Wir haben noch Blumen in den Haaren. Wir haben noch Freunde und ein Chor. Es geht um eine Frau, die eigentlich seit der 68er-Bewegung auf der Strasse ist und für ihr Recht kämpft. Und das Traurige ist eigentlich, dass sich die Situation von dieser Frau schon verändert hat, aber immer noch, dass sie immer noch auf die Strasse gehen muss. Das heisst, es ist immer noch nicht die Welt, die sie sich vorstellt. Und den Song habe ich, wie gesagt, schon mega lange angefangen zu schreiben, aber ich bin nicht weitergekommen. Und dann habe ich im Tabu angerufen und gesagt, Tabu, ich habe einen Song und ich komme nicht weiter, hilfst mir. Wir kämpfen mit Blumen. Genau, ich kämpfe mit Blumen. Ich kämpfe mit Blumen in den Haaren. Schon geil gesehen. Sing mit Freunden. Finde Lut im Chor. Es war so schön, mit jemandem zusammen zu schreiben, wo dann den Song genau checkt und die Bilder, die ich nicht auch schreiben oder beschreiben konnte, mit mir zusammen erarbeiten. Und ja, es ist für mich ein mega schöner Song rausgekommen, der genau das Gefühl von Widerstand zeigt, wo gewisse Menschen wirklich immer wieder machen und eigentlich die gehen nicht nur für sich auf die Strasse oder für sich kämpfen, sondern die kämpfen für uns. Und das ist eigentlich ein Dankbarkeitssong für die Menschen, die ja, so viele Sachen, die wir hier haben, auch in dem Sinne erreicht und weil sie eben für das gekämpft haben. Wir haben auch Blumen in den Haaren. Wir haben auch Freunde und den Es wird gut kommen.